I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. Hi und herzlich willkommen bei Annas Nähschule. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute zeige ich euch, wie ein Schnitt für eine Jogginghose entsteht. Dafür benutze ich meine Körpermaße. Ihr setzt hier eure Körpermaße an. So ist die Hose optimal auf eure Figur abgestimmt. Für meine Jogginghose habe ich einen Wintersweatstoff benutzt, da ich jetzt hier für die kalte Jahreszeit eine Kuschelhose für zu Hause haben möchte. Ihr könnt hier French Terry nehmen, Sweatstoffe, Jerseystoffe, alle Stoffe, die ganz leicht dehnbar sind. Macht einfach bei der Anleitung Schritt für Schritt mit und im Nu habt ihr euren Schnitt für die Jogginghose erstellt. Den Schnitt könnt ihr dann nach Belieben auch abändern, die Hose schmäler machen, beispielsweise das Hosenbein nach unten gerade auslaufen lassen. Hier sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt, tobt euch hier einfach aus. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, schau dich gerne um, abonniere gerne meinen Kanal, drück die Glocke, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Besucht mich gerne auch auf Instagram, da heiße ich auch Annas Nähschule. Dort könnt ihr mich auch gut erreichen, falls ihr Fragen habt. So, dann starten wir mit der Hose und ich wünsche gutes Gelingen. Kommen wir zur Konstruktion der Jogginghose. Als erstes ziehe ich mir hier eine waagrechte Linie. Am Anfang der Linie setze ich mir eine Markierung und diesen Punkt nenne ich Punkt 1. Von dem Punkt 1 messe ich ein Zehntel meines Hüftumfangs aus, setze hier einen Punkt, diesen nenne ich Punkt 2. Im rechten Winkel zu meinem Punkt 2 messe ich dasselbe Maß, also ein Zehntel meines Hüftumfangs, nach oben aus. Setze hier einen Punkt und das ist dann mein Punkt 3. Von dem Punkt 2 messe ich ein Viertel meines Hüftumfangs ab und gebe da 2 cm hinzu. Setze hier eine Markierung, das ist dann mein Punkt 4 und ab dem Punkt 4 messe ich dasselbe Maß nochmal ab, setze da einen Punkt und das ist dann mein Punkt 5. Um die Sitzhöhe hier festzulegen, nehme ich meinen Hüftumfang, teile diesen durch 20 und gebe 3 dazu. Das sind bei mir dann 8 cm. Diese markiere ich mir hier ab dem Punkt 4 nach oben und das ist dann mein Punkt 6. Dann gehe ich zum Punkt 5 rüber und übertrage dieses Maß auch hier im rechten Winkel nach oben, die 8 cm und das ist dann mein Punkt 7. Jetzt brauche ich nochmal meinen Hüftumfang, diese teile ich durch 20 und markiere mir dieses Maß ab dem Punkt 5 rüber, setze hier einen Punkt und das ist dann mein Punkt 8. So sieht das Ganze nun aus. Hier entsteht das vordere Teil und hier das hintere Teil. Nun gehe ich hier an die Nummer 3. Die Nummer 3 und die Nummer 6 verbinde ich mit einer Linie. Zu dieser Linie im rechten Winkel zeichne ich eine Linie nach oben. Hier brauche ich meine Rückenlänge. Die Rückenlänge halbiere ich und ziehe 3 cm ab. Und in dieser Länge zeichne ich dann eine Linie nach oben. Mache hier einen Punkt, das ist dann mein Punkt 9. Nun gehe ich an die Nummer 6. Hier brauche ich nochmal die halbe Rückenlänge und hier ziehe ich dann 5 cm ab, zeichne auch hier eine Linie nach oben, mache einen Punkt und das ist dann mein Punkt 10. Gehe weiter an den Punkt 7. Hier brauche ich wieder die Hälfte meiner Rückenlänge und hier ziehe ich 6 cm ab. Dieses Maß zeichne ich ebenfalls nach oben und das ist dann mein Punkt 11. Nun verbinde ich Punkt 9, 10 und 11. Hier hatte ich den Punkt 9 etwas vermessen. Ich habe es zu hoch eingezeichnet, habe mich einfach verrechnet. So, Punkt 9 und 10 und 10 und 11. Um jetzt hier die Beugung im hinteren Bereich einzuzeichnen, gehe ich an den Punkt 2, teile hier meinen rechten Winkel. Für meine Größe nehme ich 3,75 cm. Mache mir so eine gestrichelte Linie und setze mir hier einen Punkt als Orientierung, wie tief meine Kurve hier verlaufen soll. 3,75 cm können bis zur Größe 44 genommen werden. Bei größeren Größen würde ich hier 4 bis 4,5 cm wählen. Nun gehe ich hier an meine Nummer 3,
und zeichne hier eine Kurve ein durch den gezeichneten Punkt und dann zu Nummer 1 rüber. Das ist dann der hintere Bereich der Hose. Um die Beugung hier im vorderen Bereich einzuzeichnen, gehe ich genauso hier an die Nummer 5 in den rechten Winkel rein, halbiere ihn und für meine Größe nehme ich jetzt 2,25 cm, mache mir eine gestrichelte Linie und hier den Endpunkt. Die 2,25 cm können bis zur Größe 44 genommen werden. Größere Größen würde ich auf 2,5 bis 3 cm wählen. Jetzt gehe ich hier an die Nummer 7, führe meine Linie zu der Markierung runter und weiter zur Nummer 8. Das ist dann der vordere Bereich der Hose. Um jetzt die hintere Mitte festzulegen, halbiere ich das Maß von Punkt 1 bis Punkt 4, setze mir hier einen Punkt und von diesem Punkt aus zeichne ich im rechten Winkel eine Linie nach unten. Und zwar in der Länge, in der man die Hose haben möchte. Hier misst man die Länge vom Schritt aus am Innenbein entlang nach unten aus und setzt sich da eine Länge fest. Und diese zeichnet man hier jetzt aufs Papier ein. Um die vordere Mitte festzulegen, halbiere ich auch das Maß von Nummer 8 bis Nummer 4. Setze auch hier einen Punkt und ziehe auch an dieser Stelle eine senkrechte Linie im rechten Winkel nach unten. So schaut es bei mir nun aus. Jetzt lege ich hier unten an der gewünschten Länge meinen halben Fesselumfang fest. Und zwar sind es bei mir 28 cm, also habe ich 14 cm Fesselumfang. Also lege ich die Hälfte auf die rechte Seite ab und auf die linke die andere Hälfte. Dazu gebe ich 2 cm. Hier auf dieser Seite brauche ich ebenfalls meinen Fesselumfang. Und wie gesagt, ich habe 28, also wären es bei mir 14 cm. Diese 14 cm muss ich gleichmäßig auf die eine Seite und auf die andere Seite verteilen. Und auf dieser Seite gebe ich nicht 2 cm hinzu wie auf der hier, sondern 1,5 cm jeweils. Dann wären es 8,5 cm auf die eine Seite und 8,5 auf die andere Seite. So, jetzt nehme ich mir mein langes Lineal, lege es hier an der Nummer 1 an und hier unten, wo mein Hosenbein endet, ich verbinde es erstmal mit einer ganz geraden Linie. Dann gehe ich hier an die Nummer 4 und verbinde es mit dem unteren Hosenbein. Und genauso hier die Seite, auch die Nummer 4. Mit dem Ende des Hosenbeins unten und genauso hier die Nummer 8 mit dem unteren Ende. Ich mache hier noch ein Kontrollmaß und zwar messe ich hier ab dem Schritt bis zum Knie und schaue, ob mein Knieumfang hier gut reinpasst. Sollte es nicht der Fall sein, muss man das Hosenbein etwas breiter machen. Ich zeige euch mal, wie ich das Kontrollmaß mache und zwar gehe ich hier an die Mittellinie von der hinteren Hose und messe mir erstmal runter, wo mein Knie liegt. Mein Knie liegt hier bei 30 cm und an dieser Stelle messe ich aus, wie viel Zentimeter ich hier habe. Das sind 29 cm. Dann gehe ich hier an das andere Bein, messe mir auch hier die 30 cm aus und messe auch hier aus, wie viel es hier sind. Hier sind es 25,5 cm. Also rechne ich 25,5 cm plus die 29 cm hier und schaue, ob mein Knie hier gut reinpasst, ob es gut Bewegungsfreiheit hat. Und wenn ja, dann passt der Schnitt so. Was ich noch mache, ich zeichne den Schnitt hier etwas geschmeidiger. Das heißt, dass die Linie nicht einfach so zackig nach unten läuft, sondern ich zeige hier eine kleine Kurve ein. So dass es einfach geschmeidiger wird. Genauso im vorderen Bereich eine minimale Änderung. Im Grunde ist der Schnitt jetzt so fertig. Man könnte hier auch noch eine Tasche einzeichnen, entweder eine Aufsetztasche oder eine Angriffstasche. Das, was ihr lieber mögt. Und ich zeichne jetzt noch ein Teil für meinen Tunnel, für meinen Gummizug rein. Für den Tunnelzug nehme ich meinen Taillenumfang und zeichne hier in dieser Länge eine Linie ein. Es kommt darauf an, wie breit euer Gummi ist. Danach richtet ihr euch und so breit zeichnet ihr euch den Tunnel.
Das Gummiband wird dann um einige Zentimeter kürzer zugeschnitten als der Tunnel an sich. Je nachdem, wie stark sich euer Gummi dehnt, das probiert ihr am besten am Körper an und schaut, was euch angenehm ist. So, ich habe mir jetzt meinen Schnitt ausgeschnitten und habe mich entschieden, ich mache hier Aufsetztaschen bei dieser Jogginghose und dafür nehme ich mir hier jetzt mein Vorderhosenbein, also das, was zum Vorderteil gehört, und zeichne hier meine Aufsetztasche mal ein. Ich nehme mir hier noch ein Schnittpapier, ein kleines Stück, und lege das hier oben drauf, dass ich es nicht auf den Schnitt zeichne, sondern direkt auf ein Schnittpapier. Man sieht den Schnitt gut durch und so kann ich gut zeichnen. So, ich schaue erstmal, wie lang meine Aufsetztasche werden soll. Ich nehme meine Tasche so auf 30 cm, also hier ab dem oberen Bund hier. 30 cm habe ich jetzt abgemessen und zeichne mir jetzt einfach eine rechteckige Tasche nach oben im rechten Winkel. Zeichne mir hier die Seite nach, so wie die Hose verläuft. Auch die obere Seite zeichne ich mir nach. Hier kann ich einfach ein Stück abschneiden oder einzeichnen, wie ich die Tasche haben möchte. Also, das schneide ich dann weg und das ist dann meine Aufsetztasche. Dieses Stück schneide ich dann aus. So, das ist dann mein Schnittteil von meiner Aufsetztasche und so kommt sie dann hier drauf auf die Hose. Man könnte sich auch hier Markierungen setzen im Schnitt und diese dann auf den Schnitt übertragen, wenn man das zuschneidet, einfach hier Knipse rein, dass man weiß, wo die Tasche hier angesetzt wird und hier im oberen Bereich ebenfalls. So, dann schneide ich alle Teile zu. Das eine Hosenbein gespiegelt zweimal, das zweite Hosenbein gespiegelt zweimal und die Taschen, je nachdem, ob ihr das mit Futter machen wollt oder ohne Futter, auch jeweils gespiegelt. So, ich habe jetzt alle Schnittteile zugeschnitten. Ich habe an allen Seiten auch Nahtzugaben hinzugefügt. Hier könnt ihr entscheiden, wie viel Nahtzugabe ihr braucht. Ich habe jetzt für mich 0,7 cm hinzugefügt, weil ich das Ganze auf der Overlock zusammennähe. Ihr entscheidet einfach selbst, wie viel ihr hier braucht. Wer 1,5 cm braucht, fügt hier 1,5 cm hinzu. Als erstes nehme ich mir das vordere Teil des Hosenbeins. Das ist dieses hier. Und hier kommt ja erstmal die Tasche drauf. So, und zwar kommt die Tasche ja hier drauf. Ich werde jetzt als erstes hier einmal einschlagen und mit einer Zwillingsnadel absteppen. So, ich habe jetzt hier die eine schräge Seite mit der Zwillingsnadel und einem Geradstich abgesteppt. Jetzt steppe ich die Tasche oben drauf, und zwar die Seite und die Seite. Die wird ja dann mit der Seitennaht erfasst und hier oben wird es ja mit dem Bund erfasst. Also steppe ich nur die und die Seite mit der Zwillingsnadel an. Dafür lege ich mir hier die eine Kante um, stecke es fest und nun steppe ich das hier mit der Zwillingsnadel einmal an. Dann ist die Tasche auch fixiert und fest. So, die Taschen sind jetzt angenäht. Jetzt nehme ich mir die Rückteile der Hose, lege sie rechts auf rechts drauf, knipse hier den Schritt zusammen und die Außenseite. Hier schauen, dass ihr auch die Tasche mitnimmt. Die liegt ja eigentlich flach, sollte eigentlich nichts passieren. Nicht wundern, dass hier mehr Stoff ist. Das ist normal, dass im Rückteil der Hose mehr Stoff ist. Einfach Kante auf Kante legen und zusammenknipsen. So, jetzt nähe ich das Ganze hier einmal mit der Overlock zusammen, die Außenseite und die Innenseite der Hose. Dasselbe mache ich natürlich auch beim zweiten Hosenbein. So, beide Hosenbeine habe ich jetzt zusammengenäht. Eins davon wende ich jetzt auf rechts und das gewendete lege ich in das andere Hosenbein rein, so dass beides rechts auf rechts liegt. Hier schauen, dass die Nähte vom Schritt zusammenkommen. Hier auch die Nahtzugaben am besten auseinanderlegen, zusammenstecken. Hier sollte alles exakt aufeinander passen. Es darf keine Seite gezogen werden. So, die Schrittnaht ist gesteckt. Jetzt nähe ich sie auch mit der Overlock einmal zusammen. So schaut meine Hose nun aus. Jetzt muss mein Bund hier dran kommen. Ich habe hier ein Gummi genommen, das 4 cm breit ist. Dieses lege ich auf die Innenseite an, direkt am Rand, stecke es fest. Das zweite Ende lege ich am anderen Rand fest, stecke es fest und nähe es einmal hier mit einem Geradstich an, genauso hier auf der Seite. So sieht mein Bund jetzt aus. Hier einmal fixiert und an diesem Ende auch einmal fixiert. Jetzt viertle ich
mein Gummiband und den Bund an sich. Dafür lege ich einmal die Enden zusammen, stecke hier eine Nadel, dann lege ich die Nadel und das Ende zusammen, stecke hier eine Nadel und auf der anderen Seite ebenfalls genau gleich. Beim Bund funktioniert es genauso. So, jetzt ist alles gefädelt, Gummi und der Bund. Nun nehme ich meinen Bund und lege es nochmal rechts auf rechts zusammen und schließe hier die eine Seite entweder mit der Overlock oder mit der Nähmaschine und einem elastischen Stich. Meine Overlock wird diese Dicke nicht passen mit dem Gummiband, also nehme ich hier meine Nähmaschine. So schaut bei mir jetzt die Naht aus. Jetzt gehe ich auf die äußere Seite, also auf die rechte Seite, schlage einmal die Nahtzugabe, die innen liegt, auf die Seite und steppe hier noch einmal mit einem Geradstich ab, so dass das Ganze etwas flacher liegt. So schaut mein Bund jetzt auch hinten aus. Jetzt lege ich alle Nadeln einmal zusammen, also hier die Seite, stecke es einmal um, Kante auf Kante, so dann ist der Gummi hier gleichmäßig am Bund dran und nun lege ich die Kante einmal um, stecke eine Klammer, hülle mein Gummi sozusagen hier einmal ein. Ich nehme hier gerne Klammern statt Nadeln. Die Nadeln kann man dann auch entfernen oder erstmal stecken lassen. Was der Vorteil bei dieser Methode ist, dass der Gummi sich nicht verdreht in der Hose, sondern mit angenäht wird und somit fest ist. Man könnte ein paar Klammern mehr stecken. So, mein Gummi ist hier jetzt eingehüllt in den Bund. Jetzt nehme ich die Hose zur Hand und lege den Bund gleichmäßig hier an der Hose an. Hier die hintere Naht vom Bund natürlich hinten an der Hose, rechts auf rechts, die offenen Kanten zusammen. Da ich hier jetzt ein paar Klammern mehr gesteckt habe, orientiere ich mich hier an den Nadeln, die immer noch stecken. Und diese kommt dann hier an die vordere Naht und hier die Nadel dann an die seitliche Naht. So, nun nähe ich meinen Bund mit dem Gummi an meine Hose dran. Und zwar gehe ich hier an meine Nähmaschine und wähle einen Fake-Overlock-Stich und nähe das Ganze rundherum fest. Hier aufpassen, dass die Tasche auch mitkommt. Beim Nähen dehne ich mein Gummi so, dass die Hose hier zusammengefasst wird. So schaut die Hose nun bei mir aus, mit dem Bund und dem Gummi hier oben dran genäht. Von innen sieht die Naht jetzt so aus, mit einem Fake-Overlock-Stich. Und von unten sieht es so aus, der Stoff wurde mitgenommen, Gummi und der Tunnelzug. Nun habe ich noch den Saum hier unten an der Hose. Ich habe jetzt hier den Saum einmal versäubert mit der Overlock, schlage es einmal nach innen ein und steppe es mit einer Zwillingsnadel ab. So, meine Lieben, die Hose ist jetzt fertig. Das ist eine weite, bequeme Jogginghose für zu Hause. Den Saum habe ich hier jetzt auch abgenäht mit einer Zwillingsnadel und einem Geradstich. Die Hose ist sehr weich, kuschelig, wirklich angenehm zu tragen. Die ist ja hier ziemlich breit geschnitten. Und so schaut es von hinten aus. Man könnte natürlich auch hinten Aufsitztaschen machen. Das geht auch, je nach Geschmack und Fantasie. So, meine Lieben, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen. Ihr konntet gut mitmachen. Schickt mir gerne eure Fotos von euren Werken. Ich freue mich immer, eure Ergebnisse zu sehen. Wenn euch die Anleitung gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis nächstes Mal. Ciao, ciao!